Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge, bei einer weiteren Staffel wie Crusader Kings 3 hier mit unserem Rasso, mit unserem Herzog Rasso von Augsburg. Wie in jeder Folge möchte ich einmal am Anfang vielleicht die wichtigen Sachen durchschauen. Natürlich klar, der Sohn ist eigentlich hier der wichtigste, der Spielererbe, der Gundbert. Ja. Ja, weil er hier ist auch, er ist ja auch Ratskanzler. Dann haben wir unseren König. Schauen wir mal, ob wir hier den aufmachen können. Genau, vom Ostfrankenreich. Schauen wir jetzt einmal ein bisschen drüber. Genau, das wäre natürlich hier super. Aber natürlich auch Bayerns, Königreich von Bayern. Beziehungsweise Italien. Und wenn man das hier so anschaut, wäre eigentlich, das ist natürlich ein Wahnsinn hier, weil die haben zwar jetzt nur 1000, sieht man es ja 1040, aber die haben natürlich hier der Adolf und der hat natürlich auch sehr viele Leute. Das schauen wir jetzt einmal. Ja, der hat ja auch 2200 Leute, wäre allerdings momentan im Krieg. Tja, lassen wir mal, jetzt würde ich einfach mal sagen, weiterlaufen. So, mal langsam. Wir können ja uns jetzt mal überlegen, wo er hier einen Anspruch fingieren sollte. Beziehungsweise, ich sehe es, er hat ja noch einen Anspruch auf die Grafschaft von Ingolstadt. Ja, ist aber hier voll mit den Domänen. Und der Sohn auch schon. Unsere Gattin hat noch einen Sohn geboren, den Adam. Ja, da werden wir natürlich hier dann den Namen behalten. Ja, der wird natürlich hier dann Erbe mal werden. Das ist natürlich nicht so gut. Und jetzt schauen wir erstmal, Erbe wird Titel erben. Da schauen wir mal, was für Titel der dann erben wird. Das schauen wir aber natürlich, wenn ein Vasall fremdländisches Titel erbt. Euer Vasall Graf Gumpert wird den Herzog Neuistrien erben. Und das ist sein derzeitiger Haupttitel. Das wollen wir hier nochmal lesen. Fremdländischen Titel mit höheren Rangs als sein Haupttitel. Ja, so, aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Da machen wir uns jetzt einmal noch keine Gedanken. Jetzt ist erstmal hier ein Fest. Bei allem, was heilig ist, dieses Fest ist langweilig. Karlmann gehört eindeutig zu den schlimmsten Gastgebern der Welt. Wie kann man von gewöhnlich Sterblichen erwarten, dass sie diese trüge Feier der Mittelprächtigkeit ertragen? Meine Blicke durchstreifen den Raum auf der Suche nach irgendeiner Ablenkung, ganz gleich welcher Gestalt. Und jetzt haben wir unsere Schwester, die Ute, die winkt freundlich vom Balkon auf uns zu. Lasst uns tanzen! Aha. Ja, ist er denn ein Tänzer? Zornig, zynisch, aber auch gesellig. Ja. Da werden wir jetzt tanzen. Und zwar machen wir ja das, weil wir hier eine eifrige Frohnatur sind. Dann machen wir hier, dann tanzen wir hier. Ihr erfüllt das Fest mit Leben. Da haben wir gegen den Karlmann ein Druckmittel. Ja. Wäre ja hier eigentlich sogar ein guter Kämpfer. Dann können wir rekrutieren mit einem Druckmittel. Müssen wir keinerlei Gold in die Hand nehmen. Das ist doch super. Dann haben wir schon wieder einen Ritter mehr und der ist ein guter. Das ist ein Lispler, ein Lispler. Mitglied unseres Hofes. Dann haben wir hier, fehlt uns jetzt nur mehr. Ja, fehlen schon noch einige. Fehlen schon noch zwei. Aber. Passt soweit, würde ich einmal sagen. Jetzt schauen wir erstmal mit unserem Anspruch. Das ist auch hier, ist das Ingolstadt. Da haben wir hier, ist bei der gestorben ist, an seinen Verletzungen. Aber wir haben hier gleich ein neues Bündnis. Oh, Wahnsinn, 270 Leute. Ach, das ist auch unsere Frau. Okay, Wahnsinn.
Aber hier nochmal zurück auf das Ingolstadt. Was machen wir denn? Sind wir jetzt hier auf Domäne? Ja, müssen wir natürlich hier noch etwas warten, bis wir hier dann das alles haben. Weil wenn wir dann noch zwei Domänen mehr zur Verfügung haben, dann ist ja kein Thema. Dann können wir uns das noch locker holen. Nehme ich mal einen kleinen Schluck vom Kaffee. Und ja, und ansonsten ist alles gut. Was ist das da überhaupt? Ja, das ist ja von unserem Lehrensherrn. Da ist ja hier, da gibt es einen Artefakt-Anspruchskrieg. Ja. Also natürlich fragt man sich immer, ob das das wert ist überhaupt. Ansonsten ist alles gut. Wie gesagt, können wir hier nochmal schauen, wem können wir den Krieg hier erklären. Ja, das da ist oben wieder Überfall. Herzog Gerhard von Österreich. Ach so, weil der hier Ansprüche hat. Hat aber sehr viele Leute. Das ist natürlich nicht gut. Das schauen wir jetzt mal. Ah, das wäre hier drüben. Wäre natürlich schon gut, würde unser Reich schon nach vorne bringen. Und vor allem interessiert es ja uns nicht. Weil dann kriegt der Miloslav das Land. Und da haben wir auch wieder eine. Bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Die hat hier einen Anspruch. Ja, sowas müssen wir uns natürlich immer mal zu Gemüte führen. Das ist hier unten. Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitzel ist Graf Wolfgang auf ein Geheimnis gestoßen, das meine Bürgermeisterin Amalie hat. Ja, umstrittene Abstammung. Ja, da muss ich mal kurz stoppen. Achso, das war ja hier die Aufgabe, die wir wahrscheinlich hier gegeben hatten. Und genau, das war hier im Hof vom Graf Gundbert. Weil wir wollten bei unserem Sohn anscheinend irgendwas finden, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das können wir dann mal abbrechen. Das brechen wir jetzt mal ab. Und ansonsten ist alles gut. Ja, da haben wir jetzt wieder einen Anspruch hier fingiert. Weiß gar nicht, ob man das jetzt weiterlaufen lassen sollte. Bleibt da auf heimische Angelegenheiten. Aber ich wollte ja hier mal schauen. Also das war nichts Genaues. Da hat er auch einen Anspruch. Aber ich schätze mal, das ist ja dasselbe. Nee, ist nicht dasselbe. Da hat er hier sogar noch mehr Leute. Weil er hier gute Verbündete hat. Wir haben zwar auch gute oder auch Verbündete, aber wenn man die letzten drei hier so anschaut, ist natürlich nicht gerade das Wahre. Und der Arnulf, ja, das ist unser Anspruch, genau. Aber der hat auch sehr, sehr viele Leute. Da warten wir lieber mal noch ein bisschen. Jetzt stoppen wir mal. Königin Ermengarde hat einen Krieg gewonnen. Religionskrieg um die Grafschaft von Zeeland. Hat es dem abgenommen. Genau, das ist da oben. Das hat sie jetzt. Genau. Wird auch wieder überfallen. Lassen wir weiterlaufen. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, was gibt's zu tun? Was sollte man uns mal überlegen, was wir uns eventuell mal zu Gemüte führen. Wäre natürlich schon gut, hier mit unseren Verbündeten dann vielleicht das ist ein Herzogtum, schauen wir mal, das Königreich von Bayern uns zu holen. Ist aber natürlich hier kreuz und quer verteilt. Und wie wird es mit Italien ausschauen? Da bräuchte man dann eigentlich nur die vier. Aber hat natürlich auch einige Leute. Ist aber momentan im Krieg. Tja. Da muss man sich's genau überlegen. Eine Zunft von Steinmetzen hat sich in Como niedergelassen. Motiviert die Handwerker, in meinem persönlichen Dienst zu haben, könnte die Region erblühen lassen.
Ja, entweder machen wir die Verwaltungsherausforderung. Also ist alles Verwaltungsherausforderung. Ja. Weiß nicht, ob er hier einäugig ist, er natürlich. Das heißt natürlich. Ja. Gute Frage. Das kann man unter Umständen dann einen Haufen Geld zahlen. Aber ist so ungefähr, würde ich mal sagen, fast immer dasselbe. Bloß da haben wir 22%. Eventuell haben wir eine großartige Vereinbarung. Schauen wir mal, vielleicht klappt's ja. Trost in Worten. Mein Vasall Bürgermeister Ulrich hat ein neues Werk verfasst. Also das ist jetzt ein Gedicht, ist wieder was anderes. Sorge in regnerischen Nächten, welch grausamer Herr der Zufall doch ist, ein rascher Blick noch, den man doch schnell vergisst, wenn jemand Großes so tief fällt, alles Leben, alle Pläne, alles Streben am Ende verprellt. Nee, das ist ja... ja. Wir haben ja keinerlei Anspannung, also das ist Gefasel. Ja, er ist natürlich ein Zyniker. Also das sieht man ja hier. Der Rasso glaubt zuvörderst an den Eigensinn anderer Menschen. Ja. Da würde ich mal sagen, da bemühen wir doch einmal den Zufallsgenerator und holen wir uns eine Zufallszahl. Okay, Google. Eine Zufallszahl zwischen 1 und 3. Schauen wir mal. Eine Zufallszahl. 1. 1. Okay. Da sagt er jetzt, ich bin mir meiner Gefühle in dieser Sache eher unsicher. Schauen wir, was hier passiert. Das Gedicht wird gelobt. Okay. Er hat uns ein Gedicht geschrieben. Und jetzt kann man die Steinmetzangelegenheiten wieder. Ihr verliert 105 Gold. Ja, das ist natürlich hier nichts. Das ist nicht gut. Dann werde ich eben mit ihm reden und es ihm befehlen. Sagen wir dann. Dann steigt die Kontrolle etwas. Und ja. Das würde ich sagen, das passt dann. Was hätten wir hier noch? Ja, die Grafschaft von Lombardia. Wo ist hier wieder Lombardia? Jetzt muss ich erstmal hier kurz schauen. Ach, das ist das. Dann machen wir mal das wieder zu. Ich will jetzt erstmal sehen, wo das Lombardia ist. Ach, da oben. Sitzt hier immer noch nicht. Grafschaft, glaube ich. Da haben wir Grafschaft. Lombardia. Schauen wir jetzt nochmal, muss ich mal ein bisschen draufbleiben. Ach, da unten. Da haben wir Lombardia. Ja, es ist auch nicht richtig bei uns dran. Ach, da. Wie viel würden denn das kosten? 66. Ja, Anspruch, der kann einmal nicht schaden, würde ich sagen. Genau, das haben wir jetzt. Hätten wir einen Kriegsgrund mehr. So, schauen wir mal nach, was hier noch geht. Ich glaube, auf Jagd ist er ja sicherlich schon gegangen. Warschau auf Pilgerreise.
Ne, auf Pilgerreise war er noch gar nicht, aber wird wahrscheinlich was kosten. 100 oder so. 110 sogar. Schau ich mal kurz rein. Haben wir denn überhaupt einen Arzt? Der Arzt haben wir. Aber keinen besonders guten. Ja, wäre natürlich schon gut, hier ein bisschen was abzuzwacken. Wäre natürlich auch gut, hier mal einen Anspruch auf das Königreich zu fingieren. Vielleicht. Könnte man mal schauen, ob das funktioniert. Und dann kann er sich gleich das Königreich holen. Oh, unsere Frau ist schon wieder schwanger. Schauen wir hier mal. Braucht er denn bereits einen Vormund? Was ist er denn? Ein kraftloser Typ? Ja, das ist natürlich hier der Vater der Richtige, würde ich mal sagen. Ich will ihm mal ein bisschen Kraft hier beibringen. Aber es ist wirklich dann die Frage, ob man ihn gleich enterbt. Da passiert dann sowieso einiges, aber der Erbe wird ja dann auch einige Titel erben. Der erbt ja alles Mögliche hier. Wahnsinn. Aber wie das jetzt hier funktioniert, bin ich mir nicht ganz genau sicher. Unser Sohn. Ach so, weil die Alex ist die von Neuistrien. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist ihr Sohn, der Gumpert. Schauen wir uns dann an. Ich stopp mal kurz. Aber hier, ich bin der Vater. Ist das eine andere? Ja, also ich weiß es jetzt wirklich nicht. Jetzt schauen wir erstmal, was hier los ist. Herzog Ludwig von Angria wurde gefangen genommen. Ja, ein Mitwasser, ja, dann. Warum kann man die Adelinde hier einkerkern? Weil sie eine Verbrecherin ist, und zwar war das die, weil sie schwanger ist. Ja, das weiß jetzt nicht, ob er die jetzt wirklich hier einsperren sollte, weil sie nicht verheiratet ist. Da sollte man sie verheiraten. Dann sagen wir jetzt zu ihr, du heiratest jetzt. Und damit ist das Thema durch. Natürlich nicht in unsere direkte Verwandtschaft. Einen Ritter. Genau. Soll sie heiraten? Und damit ist das Thema dann durch. Ausgezeichnet. Und dann reden wir nicht mehr. Dann reden wir nicht mehr über das Thema. Genau, so machen wir das. So, Como ist jetzt auch schon mal am besten Weg hier kontrollemäßig. Und jetzt schauen wir mal, was zwecks Ausbau ist. Und nochmal ein Sohn. Aber Meginhard ist vielleicht auch nicht ganz das, das Richtige. Andreas, jo, das ist gut. So, jetzt schauen wir mal die Domänen. Was könnte man hier noch ausbauen? Das ist natürlich sehr, sehr teuer. Und deswegen 0,4 Steuern.
Jagdreviere 470. Das könnte man mal machen. Ja, da oben, da wird dauernd überfallen. Ja, das ist natürlich, wenn wir da oben wären, ich glaube, da hätte man keine Ruhe. Aber natürlich kann man, wenn man die Armeen besiegt, dann auch einiges Geld einsacken. Ja, ich weiß, es hat sich heute nicht viel getan in der Folge, aber es wird schon noch. Wir werden natürlich alles versuchen, hier irgendwann mal auch König zu werden, das ist ganz klar. Aber im Moment ist es noch etwas, ein bisschen in Lauerstellung, so sagen wir einfach mal. Aber ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.